Ich sag Skoo und ihr sagt Pop. Skoo. Pop. Pop. Skoo. Wir wären dann soweit, ist ein Skoo-Pop-Album, weil alle Elemente, die man für Skoo-Pop braucht, nämlich mehrstimmiger Gesang, popkulturelle Rückbezüge und eine große Vielfalt in den musikalischen Bestandteilen, auf dem Album permanent findet. Es klingt irgendwie vertraut, ist aber eigen. Und ich glaube, das macht Skoo-Pop auch aus. Bei Skoo-Pop würde ich sagen, gibt es in den verschiedenen Kategorien, die man so anlegen kann an Genres, jeweils auch etwas, was man finden kann. Also wir haben in den formalen und ästhetischen Regeln diese enorme Textbasiertheit, auch diese sehr ausgetüftelten, elaborierten Texte. Und dieser Ansatz, diese Mehrschichtigkeit, der Humor, das sind alles Sachen, die in jedem Song zu finden sind und das sind alles Sachen, die extrem Skoo-Pop sind. Lebe passive-aggressive, ist doch immer am besten. Halt für Wochen die Fresse und schrei dann, wenn an. Ich glaube, dass so ein bisschen der Anfang im Grunde von Skoo-Pop in Deutschland auf jeden Fall so mit der Neuen Deutschen Welle kam. Und wir sind da garantiert nicht die Ersten, aber vielleicht sind wir die, die jetzt am offensivsten darauf hindeuten, dass sich Popmusik einfach in den letzten Jahren verändert hat und eine ganz neue Vielfalt gibt, wo man ganz frei mit Stilen umgehen kann. Jetzt ist momentan eben Skoo-Pop eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und mit der ich halt eben auch all meine, wie ich immer sage, Abba bis Zappa musikalischen Geschmacksnerven befriedigen kann sozusagen. Und wenn das alles dann noch dazu in einem neuen und interessanten Genre passiert, umso besser. Bloß nicht allein, irgendwann sein, klette sich, wer kann. Klette sich, wer kann. Ein Skoo-Pop-Konzert sieht so aus, dass viel improvisiert wird zwischen den Songs und dass der Kontakt zwischen dem Publikum und uns als Band eine ganz große Rolle spielt. Dass wir Dinge aufgreifen, die im Publikum passieren, Dinge, die wir sehen, dass wir Sachen verändern, während das Konzert läuft und dass wir versuchen, mit den Leuten zusammen einen einmaligen Abend zu gestalten, der wirklich einmalig ist und wo manchmal auch schon neue Songs entstanden sind. Atemlos durch den Schacht, letzte U-Bahn mitgemacht. Bist du wirklich sicher? Gestern war Helene frischer. Gib mir. Ja, das ist schon eine Band, deren Herkunft eher in so einer auch etwas intellektuell-studentischen Szene liegt. Das sind ja ganz offensichtlich Menschen, die mit Text umgehen können, die auch wissen, wie sie ihre Instrumente spielen. Das ist also wirklich kein Punk, ja? Also das ist nichts. Die wollen sich nicht mit drei Akkorden begnügen. Du bist tot, ich hab ihn nicht gepflegt. Neulich hast du damit noch dein Frühstück. Beim letzten Album habe ich das Gefühl gehabt, waren wir sehr dahinterher, einen Hit zu machen. Und diesmal waren wir sehr dahinter, geile Songs zu machen, egal was mit den Songs passiert. Und ich glaube, wir haben mit dem dritten Studioalbum ein emotionales Album gemacht. Und ich bin total gespannt, was die Leute dazu sagen werden, aber ich mag emotionale Alben. Ich bin da, du bist weg. Keine Antwort, nichts perfekt. Nur mein Kaffee trinke ich gern. Und ich frage mich nur, kannst du morgen noch mal? Na 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 no, na 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 no.